Hi Leute, ich bin Albert von WindowsArea.de und wir sind hier auf der IFA 2017 beim Stand von Wily Fox, dem britischen Hersteller, der hier auch ein Windows Phone herzuzeigen hat. Und dieses Windows Phone haben wir hier. Das ist das Wily Fox Pro mit Windows 10 Mobile und das kommt Ende dieses Jahres noch auf den Markt. Und über das sprechen wir heute. Also, wir haben hier ein 5 Zoll HD IPS Display, sieht man hier auch mit ganz guten Blickwinkeln. Ein Snapdragon 210 Prozessor mit 1,1 GHz, LTE Kategorie 4 und WLAN sind an Bord, 2100 mAh Akku und eine 8 Megapixel Kamera auf der Rückseite. Also insgesamt ein eher günstigeres Smartphone. Wily Fox wird das Gerät für 249 Euro anbieten bzw. 199 Pfund in Großbritannien. Und damit will man vor allem Unternehmen erreichen, die noch Windows 10 Mobile verwenden oder Windows Phone. Man hat schon einige Kunden, die man mir im Interview genannt hat, beispielsweise Vodafone in Großbritannien. Die werden intern auf diese Geräte setzen. Und auch von Microsoft wird das Unternehmen tatkräftig unterstützt, wurde mir dann auch während des Interviews gesagt. Das Gerät ist noch in einem sehr frühen Stadium. Das ist ein ziemlich früher Prototyp, hat man mir gesagt. Aber grundsätzlich ist das finale Design, so wird es aussehen. Und was kann man dazu sagen? Also einerseits Windows 10 Mobile, die Kamera ist noch eher schwach, aber man hat mir gesagt, dass man auch auf Softwareseite ziemlich viel gearbeitet hat und optimiert hat, damit die Kamera-Experience besser ist als bei manchen anderen Herstellern. Was haben wir noch? Also auf der Rückseite haben wir hier einen Plastikdeckel, den man abnehmen kann. Also ich nicht in dem Fall. Man hat hier das Wily Fox Logo, Kamera und Blitz. Auf der Seite hat man einen, ich glaube, das ist, es fühlt sich an wie Aluminium, aber ich glaube, es ist keines. Ein etwas festeres Gehäuse, also ein etwas festerer Rahmen auf der Seite in Silber und dann noch die Glasfront mit dem 5 Zoll Display eben. Insgesamt muss man sagen, trotz dieser Plastikabdeckung auf der Rückseite, das wir auch beispielsweise vom Arcos Cesium 50 kennen, sind keine guten Erinnerungen, ganz ehrlich. Es wirkt schon deutlich solider, dieses Gerät, als das Arcos. Und man muss sagen, auch relativ hochwertig. Für den Preis von 250 Euro ist es nicht die beste Hardware, aber man will eben mit Windows 10 Mobile diesen Mehrwert bieten, dass man eben eine perfekte Integration in das Windows 10 Ökosystem hat. Viele Unternehmen, beispielsweise auch die New Yorker Polizei, setzen noch auf Windows Phone und die suchen eben nach Upgrades für ihre Geräte, ohne dass sie die Infrastruktur umstellen müssen. Und Wily Fox will auch in Zusammenarbeit mit Microsoft genau das bieten. Insgesamt muss ich sagen, ein schönes Gerät, kommt in ein paar Wochen bzw. im Herbst 2017 auf den Markt. Hier haben wir schon die Verpackung, auch das ist schon fertig. Und grundsätzlich, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wir müssen das Smartphone einmal testen. Wir werden es auf jeden Fall testen, sobald es erhältlich ist. Und danken euch erstmal fürs Zusehen. Das ist das Wily Fox Pro mit Windows 10 Mobile. Ich bin's Albert von WindowsArea.de und vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.